Einen haben wir schon mal wieder. Und... Ah! Der nächsten. Die Axt ist wieder Hammer, ne? Ist schon ein bisschen geil. Ein bisschen geil ist das schon. So, dann hauen wir den hier raus mal. Bam. Huah! Huah! Tot könnte auch der Hercules sein, ne? Also das Einzige, was ich so von der Story her weiß, das ist jetzt auch, glaube ich, nichts aus dem zweiten Teil. Das hat man ja auch im Intro gesehen. Unser Charakter tot. Unser maskierter Superheld, sage ich jetzt mal. Hat, ich glaube, das müsste im ersten Teil gewesen sein, seinen Bruder getötet. Und wie ihr es ja im Intro gesehen habt, versucht er jetzt eigentlich die Menschheit zu retten, um sozusagen sein Gewissen zu erleichtern, würde ich jetzt mal behaupten. Und wir haben alle keine Ahnung, also Tod hat keine Ahnung wie. Und wir machen uns jetzt gerade mit ihm auf die Suche. Alter, geh! So, jetzt haben wir's. Auf die Suche, wie wir das Ganze veranstalten. Und das wird noch bestimmt echt spannend. So. Schätze mal, wir sind hier richtig. Der Weg sieht gut aus. Bisschen kalt wird's hier. Aber der läuft auch mit Oma körperfrei rum, also. Oh, schön, ich kann wieder fehlen. Oh, schön. Eisriese! Ach ja. Die Tasse. Autsch! Dammit! Die Kameraführung ist ein bisschen... Fuck. Ah, verdammt! Ja, komm! Glück gehabt. Haben wir es nochmal geschafft? Alter. Ich hab ihn gleich. Verdammt! So ein Scheiß! So, komm, wir jumpen hier mal ein bisschen durch die Gegend. Autsch! Bin dir! So. What the fuck? Was war das denn gerade? Wie übertrieben geil war das denn? Alter. So. Aktion. Oh. Das Ding war mal gerade. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Das Ding war gerade. Wir sind gerade hochgefahren und jetzt ist es schief. Ja, nee. So. Wir müssen hier rum.
Und hier anscheinend wieder rein. An parallel senkrechten Wänden kann Tod seinen Wandlauf fortsetzen. Na! Ah, das war doch so gut. Okay. Hä? Das war ein Ding, aber wo komme ich hin? Wir probieren's. Nein! Ah, ja, mhm. Ah, hier. So. Verlass mir diesen Ort! Wow. So, die Kameraperspektive ist jetzt nicht gerade. Drücken und halten Sie linken Stick am Ende eines Balkens, um sich die Richtung zu beugen. Drücken Sie A, um zu springen. Zeig mir den Weg. Asche, was siehst du? Okay. Aber wo muss ich denn hin? Zeig mir den Weg. Okay. Die Kameraperspektive war gerade echt mies, ne? Ich hab auch gerade keine. Achso, muss ich da hin? Da unten ist jedenfalls nichts. Da ist auch nichts. Da ist eine glatte Wand. Hier können wir auch. So. Dann haben wir das jetzt auch mal geschafft. Du kommst aus deinem Eis raus und ich mach euch nieder. So. Ja, der ist langsamer. Ich nehme aber alles mal mit. Ich weiß ja nicht, was wir damit noch veranstalten können. Ich sehe hier gerade gar nichts. Schön, aber ich glaube, der ist gerade runtergefallen. Weil sonst wäre er hier oben irgendwo. Da. Müssen wir da runter? Ich kletter mal hier runter. Sieht zumindest so derbes danach aus. Zack, 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 zack. Darüber. Auch wenn. Ich verstehe nur gerade nicht, was wir hier unten machen, weil wir müssen die Spitze erreichen. Jetzt sind wir hier unten. Okay, das Seil hat nichts. Wir müssen anscheinend wieder zu der Wand. Zack. Eppa! Un, dos, tres! Un besito, Band Maria! Eppa! So, wo müssen wir denn... Gott! Ich sehe gerade gar nichts. Ich versuch's einfach mal. Willst du mir gerade
Zeig mir den Weg. Ja. Dann machen wir mal hier so. So, und dann machen wir... Ah! Geiler Typ, oder? Ist das ein geiler Typ, so. Ach, wir müssen... Ah, okay. Zack. Kommst du ran, da hoch. Zack. Buh! Buja! Wenn das jetzt die Spitze ist, dann weiß ich auch nicht. Also da... Puh. Hüter der Geheimnisse. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe dir schon einmal geholfen, Alter. Sieh mich jetzt an. Wie ich diesen Tag verfluche. Wie ich dich verfluche. Vorsicht, Krähenvater. Ich bin nicht hier, um dich von deinem Leid zu befreien. Noch nicht. Ich weiß, warum du hier bist. Dein Bruder, der mit Namen Krieg. Er ist vom feurigen Rat eingesperrt worden und erwartet sein Urteil. Für das Verdammen der Erde. Für die Auslöschung der Menschheit. Warum sollte ich mich um deinen Bruder scheren? Weil du die Wahrheit kennst. Deine Geheimnisse können ihn retten. Der Rat wird Krieg verurteilen. Ihn seiner Macht berauben und verrotten lassen. Um die Wahrheit zu verbergen. Meine Geheimnisse beweisen seine Unschuld nicht, Reiter. Nein. Aber sie können helfen, das Verbrechen ungeschehen zu machen. Die Menschheit wieder zurückbringen? Wahnsinn. Wenn das Wahnsinn ist, wer sonst sollte mir den Weg zeigen? Sollte es einen Weg geben, findest du ihn hier. Der Baum des Lebens. Lass mich durch. Noch nicht. Das, was du mir gabst, wirst du zurücknehmen. Für seine Geheimnisse wolltest du den Talisman behalten. Nein, die Stimmen, sie fluchen und bedrohen ohne Ende. Sie wollen zurückkehren. Du musst es zerstören. Ich kann nicht. Du hast ihr Fleisch ausgelöscht. Warum bewachst du ihre Seelen? Öffne das Portal. Solange ich lebe, kommst du nicht durch. So sei es. Hier sind deine Brüder in ewiger Qual gefangen. Willst du dich ihnen anschließen? Und was ist mit Krieg? Willst du deinen Bruder töten, um dein wertvolles Gleichgewicht zu wahren? Er ist unschuldig. Bist du so sicher? Hä? Krieg? Haha! Mein Bruder! Ihr Peiltrank. Was soll ich denn sonst nehmen? Alter, der haut ja richtig drauf. Okay, ich hab mich da mal ein bisschen versprochen. Weil er hat seinen Bruder noch nicht getötet. Er hat ihn erstmal nur verhaftet. Na komm, 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 komm. Er wurde vom Rat anscheinend irgendwie so ein bisschen